Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das war's jetzt mit Deutschland. Also mit dem Tag der Deutschen Einheit natürlich. Ja, Montag war der Tag der Deutschen Einheit. Mein Video dazu kam ja leider erst am Mittwoch. Es war scheiß viel Aufwand. Ich habe mir richtig Mühe gegeben für dieses Video. Es war verdammt viel. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, direkt am Anfang schon mal die Info. Ich verlinke es euch nochmal hier jetzt rechts. Also von euch das glaube ich links, wie auch immer, da wo meine Hand ist. Da verlinke ich euch jetzt nochmal das Video von letzten Mittwoch über den Tag der Deutschen Einheit. Ein bisschen, ja, Eckpunkte der deutschen Geschichte mit ein paar Bildern und ein paar Verkleidungen auch wieder. Ja, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an, so. Und es war auf jeden Fall ziemlich cool. Naja, nächstes Thema. Ja, apropos so viele Verkleidungen, die ich da genutzt habe. Langsam nimmt das Ganze ein bisschen überhand. Ich habe so am Anfang habe ich für diese ganzen YouTube-Sachen, die ich mir da gekauft habe, habe ich so eine Kiste gehabt. Ja, die Kiste, die ist so riesig und die ist mittlerweile auch voll. Ich muss dann so gucken, wo ich den ganzen Kram hinmache. Es nimmt langsam überhand. So ist das eben, wenn man ein kreativer Vordenker ist. Na gut. Und ja, was gibt's sonst? Eigentlich wollte ich zwei Themen ansprechen, also heute mal wieder etwas Gelaber. Ich dachte mir, ich brauche etwas leichtere Kost nach diesem ja, anstrengenden Video vom Tag der Deutschen Einheit. Und ja, deswegen zwei Themen, die ich ansprechen würde. Und das erste, obwohl eigentlich beide, habe ich auf beide Menschen bekommen, als ich in letzter Zeit so ein bisschen auf YouTube rumgesurft bin, mir wieder ein paar Videos angeguckt habe. Und mir ist es so vorgekommen, als ob wir es langsam, oder was heißt langsam, als ob der Trend wieder ein bisschen steigt zu Real Talk Videos. Wenn ich den Titel sehe, dann denke ich mir schon, boah, nee, noch eins. Real Talk, ja. Ist das überhaupt ein richtiges englisches Wort? Moment. Nein, ist es nicht. Real Talk ist kein englisches Wort. Mal wieder so eine deutsche Kacke. Ja, und genau so eine Kacke ist es auch in meinen Augen, denn... Also ich sag mal, Real Talk sind halt eben solche Videos, in denen man so ein bisschen ernstere Themen anspricht. Wobei es nicht, soweit ich das gesehen habe, diese ernsteren Themen auf... ein Thema beschränken, und zwar Hater. Und es ist so ermüdend. Ja, Real Talk Videos, wie gesagt, wenn man den Titel sieht, natürlich ganz fett in der Infobeschreibung und im Titel Real Talk, und wenn man dann reinschaltet, Leute, ich muss euch etwas sagen, ich will jetzt mal mit euch drüber sprechen, bla 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 bla, ich wollte es nicht tun, aber jetzt habe ich es doch getan, und so viele haben mich gefragt, wie gehst du eigentlich mit Hatern um? Meine Fresse! Nein, so geht man natürlich nicht mit Hatern um, aber das denke ich mir jedes Mal, wenn ich ein Real Talk Video sehe und mir angucke und dann denke und dann zu hören bekomme, dass es um Hater geht. Meine Güte, ich glaube nicht, dass so viele Leute fragen, wie geht's so mit Hatern um? Also warum machen diese Leute diese Videos? Weil dieser Hype anscheinend gerade wieder im Kommen ist und dann denkt jeder, ja, ich muss jetzt ein Real Talk über Hater Videos, über Hater machen. Ah, es ist einfach so ermüdend. Naja gut. Dann geht's eben weiter, ja, es wird die Frage beantwortet, wie jemand, der 20.000, 200.000, 2 Millionen Abos hat, wie dieser mit Hatern umgeht. Natürlich, ab einer gewissen Anzahl von Abos, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, kriegt man halt eben auch Hate-Kommentare und dann kommt in den Videos eigentlich immer das gleiche Sprache, nach 5 Minuten bla bla, kommen dann 3 Sekunden, Haters gonna hate, they see me rolling, they hating und ich gebe Scheiß auf Hater. Und das war's. Das ist die Antwort auf eure Frage. Falls irgendjemand diese Frage überhaupt gestellt hat, was ich wie gesagt bezweifle. Denn selbst, nein, gehen wir da mal davon aus, dass Leute oder wirklich viele Leute diese Frage stellen. Was interessiert euch das, wie andere mit Hatern umgehen? Erstens mal seid ihr gar nicht in dieser Position. Und meine Güte, Mobbing, ja, das ist, ich will es unterscheiden. Also Mobbing und Hater, das sind zwei unterschiedliche Themen. Hater mobben natürlich auch, aber ist nochmal eine Spur schlimmer und ja, viel aufdringlicher und einfach in der Masse auch viel mehr. Also, warum wollt ihr wissen, wie irgendjemand anderes, den ihr nicht kennt, von dem ihr keine Ahnung habt, wie der tickt, wie der denkt, warum wollt ihr da wissen, wie der über, was der mit Hate-Kommentaren macht, wie der damit umgeht? Das ist erstens scheißegal, weil die Antwort immer die gleiche ist, wie gesagt, ich gebe einen Scheiß auf Hater und zweitens, hilft es euch nichts, egal, auch wenn diese Antwort eine andere wäre, in den meisten Fällen wird es euch nicht helfen, weil ihr einfach anders seid, weil ihr anders denkt, weil ihr
nicht diesen Hate erfahrt, nicht genau diese Art von Hate, nicht in der Masse, nicht in der Qualität, was auch immer, die erfahrt ihr einfach nicht als Normalo, nenne ich es mal, als jemand, der x-beliebig in der Gesellschaft steht, der eben nicht diesen gesellschaftlichen Bekanntheitsgrad hat. Das bringt euch nichts. Also egal, welche Antwort es da gibt, ihr könnt nichts damit anfangen. Ihr müsst selbst wissen, wie ihr mit Hater umgeht. Und da muss ich jetzt aber wieder sagen, Hater gonna hate, einen Scheiß auf Hater geben, ja, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dem Ganzen zu begegnen. Entweder man sagt einfach, ich stehe da drüber, ich ignoriere das einfach. Wenn es jetzt persönlich wird, wenn es, ich sag mal, Mobbing in der Klasse, da wären wir wieder bei dem Unterschied, ne? Mobbing in der Klasse und Hater im Internet ist einfach was komplett anderes. Mobbing in der Klasse, in der Schule, im Job, wo auch immer, da würde ich gegen vorgehen. Da würde ich einfach, ja, ich würde sagen, demjenigen, der einen mobbt, so richtig einen reindrücken, ja, nicht unverschämt werden, sich nichts selbst zu Schulde kommen lassen, aber schön, ja, so ein Schlag in die Fresse, ein symbolischer Schlag in die Fresse und damit ausdrücken, nicht mit mir, nicht mit mir. Und Hater im Internet, ja, wie 10 Hunderte YouTuber schon gesagt haben in ihren Real Talk Videos, lasst sie labern. Meine Güte, reagiert da gerne drauf. Wenn ihr nicht darauf reagiert, dann werden die, ja, einfach das Interesse verlieren. Und das war's dann. Hater begegnet man mit Ignoranz und Mobbern begegnet man, indem man einfach den Schlag kräftig schön einen reindrückt. Und dann halten die auch die Schnauze. Und das war's dann auch schon. So viel zu den Real Talk Videos, die zu Hunderten auf YouTube vorhanden sind. Einfach ermüdend. Und jetzt habe ich auch schon wieder 5 Minuten. Ich reg mich ja gerade auf über Leute, die Real Talk Videos machen und über Hater reden und das über 5 Minuten. Und jetzt habe ich über diese Real Talk Videos selbst 5 Minuten geredet. Top! Na gut, gehen wir über zum zweiten Thema. Ich glaube, ja, dazu ist alles gesagt, dazu habe ich alles gesagt, was ich zu sagen habe. Zweites Thema, das ich auch auf Musical.ly gesehen habe, jetzt habe ich es schon verraten, auf YouTube natürlich gesehen habe, oder da bin ich darauf aufmerksam geworden, Musical.ly, das ist auch mittlerweile so ein, ja, die Videos vermehren sich wie die Hasen, wie die Karnickel, Musical.ly Videos, irgendwie irgendwelche Top Musical.lys von irgendwelchen bekannten YouTubern oder von bekannten Musical.lyern, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall einige Videos gesehen, ja, in denen einfach so eine Compilation, sage ich mal, so eine Best-of-Compilation von irgendwelchen bekannten, wie nennen wir denn die, Usern von Musical.ly zusammengeschnitten wurde. Und na gut, also Lisa und Lena sind in Deutschland die absoluten Vorreiter. Die haben, glaube ich, 6 Millionen Leute, die denen da auf Musical.ly folgen, also richtig krass. Und ja, da gibt es dann immer diese, das finde ich auch so geil, Best-of-Compilation Lisa and Lena Musical.ly. Und davon gibt es 30 Stück. Dann denke ich mir, dann ist doch kein Best-of mehr, dann ist einfach nur alles. Okay, aber eigentlich kein Thema, über das ich mich aufrege, sondern was ich euch sagen wollte. Musical.ly ist eine coole Sache, wer es nicht kennt. Also man kann solche Sprachsamples, sage ich mal, solche ganz kurzen Dialoge oder Teile aus, ja, Musik eben, Teile aus Musik, Teile von Musik, Teile von Liedern, kann man eben so ein bisschen mitsingen, nachstellen und dazu so ein bisschen, ja, tanzen, was auch immer, eigentlich einfach nur in die Person schlüpfen, die gerade spricht oder singt. Also die Stimme ist die Originalstimme von dem Lied, von dem Sprecher, wie auch immer, und man selbst ist halt eben die Person, bewegt die Lippen dazu und macht, tanzt oder macht irgendeinen Scheiß dabei. Die Idee finde ich richtig cool. Das gibt es auch wohl schon seit längerem, also ich bin da nicht up to date. Das ist jetzt nichts, was erst seit einer Woche draußen ist. Auf jeden Fall, ja, diese Videos, die kann ich mir irgendwie, diese Best-of, die gehen dann meistens 20 Minuten und dann gucke ich mir die an und dann ist das Video aus und dann denke ich mir, was? Schon wieder 20 Minuten vorbei? Also irgendwie ist das richtig cool, auch wenn es oftmals, gerade bei diesem Best-of, ne, wenn da 30 Stück sind, na gut, da hast du halt eben irgendwann redundante Teile von Videos. Dass du irgendwas schon mal gesehen hast, das kommt dann einfach vor. Und naja, trotzdem ist es so, dass ich die faszinierend finde, diese Musical.lys. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, melde ich mich doch auch mal bei Musical.ly an. Habe mir einen Account gemacht und da werde ich auch auf jeden Fall nächste Woche, genau, wir haben jetzt Sonntag, nächste Woche werde ich auf jeden Fall 1-2 Stück vielleicht raushauen. Also Musical.lys mal drehen.
Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich verlinke euch meinen Namen nochmal, oder verlinken, ich weiß gar nicht, kann man es verlinken? Ich werde auf jeden Fall hier den Namen hinschreiben. Java Tiger, ist etwas komplizierter, weil J-Tiger einfach schon vergeben war. Ja, Java Tiger, ich blende es euch jetzt hier ein. Falls ich es verlinken kann, verlinke ich es euch auch und schreibe es nochmal in die Infobox. Und ja, da könnt ihr mir dann gerne folgen und mein erstes Musical begutachten. Achso, jetzt fällt mir gerade ein, im Hintergrund, der Tiger, es sieht so aus, ich habe ja vor zwei Videos, also vor zwei Wochen gesagt, Challenge accepted, nächstes Mal, wenn ich hier sitze, hängt das Bild. Ja, also ich habe mir ein Maßband gekauft, daran hat es ja letztes Mal gehangen, deswegen hatte ich es noch nicht aufgehangen. Es sieht so aus, als ob es hängen würde, aber es steht einfach nur auf dem Tisch, weil... Ein Nagel, ne, man sieht ihn leider nicht, oder? Vielleicht sieht man ihn, vielleicht ist das der Nagel, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, einen Nagel habe ich reingehauen und dann habe ich gemerkt, woher weiß ich denn jetzt, ob das Bild gerade hängt? Verdammt, ich habe keine Bleiwaage, Wasserwaage, wie auch immer ihr es nennt. Ja, die muss ich mir jetzt auch noch beschaffen, also Challenge verschoben. Sagen wir einfach mal, bis jetzt unentschieden. Ich habe immerhin versucht, das Bild aufzuhängen. Nächste Woche hängt es ganz sicher. So, und jetzt sind schon wieder über 10 Minuten, ich habe über 10 Minuten gelabert. Und ich wundere mich immer, was es bei Real Talk so viel zu labern geht. Okay, das war es auf jeden Fall für dieses Video. Wie gesagt, haters gonna hate. Und ja, Musical.ly. Achso, ja, nebenbei kann ich aber noch erwähnen, wenn es gerade um Accounts geht. Ja, sagen wir Accounts. Ich habe auch mittlerweile Instagram. Der Name kommt, sobald ich da aktiv werde. Ich habe es einfach mal gemacht, mir das Ganze mal angeschaut und ihr hattet es ja in Zukunft so ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Also eigentlich lädt man nur Bilder hoch. Aber bevor es was zu zeigen gibt, werde ich das natürlich nicht tun und dementsprechend auch nichts verlinken. Aber für Island, ich wiederhole es nochmal im November, also ich sag mal ungefähr in 3-4 Wochen, geht es ab nach Island und da wird es auf jeden Fall neben den Vlogs noch einige schöne Bilder geben und die werde ich dann auf Instagram hochladen. Gut, jetzt nach 12 Minuten ist es auch endlich vorbei. Also Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es nicht. Ich denke, ihr denkt genauso über Real Talks, zumindest einige von euch. Und ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Real Talks, zu Musical.ly oder zu Instagram, Social Media, allgemein was auch immer, alles was mit diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, zu tun hat. Schreibt mir gerne mal Kommentare, eure Meinung dazu in die Kommentare. Genau, unter das Video einfach. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!